Hallo Fußballfreunde und willkommen zurück zum nächsten Stadionvlog. Endlich wieder auf der Alm zum fünften Mal heute gegen den HSV. Das wäre eigentlich ein Topspiel, wenn Bielefeld top wäre. Aber bislang 3 Spiele, 3 Pleiten. Ja gut, aber heute soll es hoffentlich werden. Wieder schöne Plätze ausgesucht. Patrick ist natürlich auch mit dabei. Natürlich. Was tippst du heute? 0-3. Ja, sehr gut. Richtiger Hamburg-Supporter. Ich sage natürlich zum fünften Mal vor allem und zum fünften Mal wird es ein 1-1. So, Hamburger getroffen. Was sagt ja, er? Ich sag 2-0 Arminia. Ich sag 3-1 Hamburg. Hui, hui. Ja. Also Hamburg. Ja? Ja, Hamburg macht das. Ja. Bielefeld ist nicht gut drauf. Ja gut, ihr wart auch noch nicht so. Ja, aber jetzt geht's wieder bergauf. Ah, okay. Danke euch. So, haben wir die Aufstellung, Bielefeld in 4-4-2. Wenn man sieht, das wird durchaus spannend. Hamburg, wie gewohnt, 4-3-3-System, nahezu die Top 11 am ersten Blick. Also fußballerisch sollte das gut werden. Jonas Bolt und Tim Walter. Bereit für ihre Pleite. Übrigens, das Raumwaffe setzen, Höhe mit Linie, erste Reihe, was will man mehr? Zack. Wunderschön. Wunderschön. Ja,
Junge, was ist das für eine Drecksflanke? Hamburg führt mit 1-0, Pfiffe von vielen, vielen Bielefeldern, also das Team nach vorne spielt, das ist schon, ja, nichts. Und deswegen auch von in die Führung. Und gut! Oh! Die zweite Hälfte läuft übrigens. Besser als in der ersten Hälfte, aber es ist noch zu wenig. Und Hamburg macht es einfach souverän. Das ist aktuell 1-2 immer noch vollkommen in Ordnung. Da muss von der Linie nach deutlich, deutlich mehr. Haben wir jetzt auch umgestellt, offensiver. Vielleicht wird es auch was. So, das war's von der Bielefelder Alm. 0-2 gegen Hamburg. Ich denke mal, das war verdient. Ja, Patrick, ne, du warst nah dran. Du bist ja da. Du warst nah dran mit deinem 3-0. Ja. Ich war leicht daneben. Völlig. Ja. 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 Nix. Ja. Ich hätte ich habe ein bisschen mehr erwartet. Das also weder Spiel ist, ja, noch Ergebnis. Das Bielefeld so kacke ist gar nicht an. Ja. Also, das war's von der Alm. Für mich geht's jetzt weiter nach Gelsenkirchen. Da geht's an den nächsten Stadionvlog. Schalke Gladbach. Guckt doch dort gerne wieder rein. In dem Sinne, macht's gut, ciao und bleibt am Ball. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive.